Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, meiner neuen Bücherwoche. An und für sich die Woche, die wir besprechen, ist die noch vor meinem Urlaub. Ich befinde mich aber, ja, sozusagen mitten in meinem Urlaub und ich habe renoviert. Ja, mein Wohnzimmer ist umgestaltet, es wurde gestrichen, der alte Boden kam raus. Ja, die Regale wurden ein bisschen verrutscht, zumindest das Expede, das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber ja, das steht jetzt woanders und ich habe hier so ein bisschen umgeräumt und ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr wohl, auch wenn es sehr anstrengend war. Ich habe so eine Strukturwand, ja, die vorher hier gewohnt haben, hatten hier so Strukturputz verlegt und das ist nur ein Graus, wenn man das streicht. Also man hat das Gefühl, man braucht dreimal so viel Farbe, auch wenn das Leute schön finden, ich persönlich nicht. Ich glaube tatsächlich auch, dass bevor ich hier irgendwann wieder drüber streiche, dass ich dann vielleicht einfach wirklich den, ja, diesen verputzten, rauen Strukturputz wegmachen lasse. Aber ich traue mir das tatsächlich gar nicht zu. Aber ich glaube, das muss weg. Es ist das zweite Mal, dass wir hier gestrichen haben und es nervt mich immer wieder aufs Neue. Aber ja, es ist alles fertig, es ist alles schön. Es wird jetzt auf jeden Fall auch zwei Regaltouren in den nächsten zwei Wochen geben. Möchte ich jetzt unbedingt gerne drehen, jetzt wo alles so ordentlich ist und mal sortiert ist. Und ja, wer weiß, wie lange das so der Fall ist. Und ja, da dürft ihr euch in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall freuen. Da werde ich jede Woche eins der Videos hochladen. Und ja, da habt ihr dann vielleicht auch ein bisschen Spaß dran zu sehen, wie ich meine Regale jetzt sortiert habe. Ja, ansonsten war in der Woche nicht allzu viel. Außer eben Urlaub, ein bisschen entspanntes Renovieren und wir haben uns da tatsächlich nicht so viel Stress gemacht, weil ich einfach sage, okay, wenn man natürlich nicht arbeitet, hat man diesen Stress auch nicht, dass man nur zwei, drei Stunden am Abend hat, sondern ja, sind ganz gemütlich in den Vormittag gestartet und hatten dann ja auch abends ja, keinen Stress. Und wie es dann auch am Sonntag relativ schön draußen war, haben wir tatsächlich auch eher aufgehört und haben Kaffee auf der Terrasse getrunken und einfach das schöne Wetter genossen. Und ja, das muss tatsächlich auch einfach so ein bisschen sein. Denn ja, das große C, Voldemort, wie manche so schön sagen, begleitet uns weiterhin. Es ist jetzt ja so, dass viele Geschäfte geöffnet wurden, dass jetzt aber auch diese ja, Nasenschutz, Nasen-Mundschutzpflicht besteht. Viele finden das gut. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich komme ja irgendwie, ich weiß nicht, man rennt da irgendwie mit, obwohl es gar keinen Beweis gibt, dass das überhaupt irgendwas bringt. Und ich bin da sehr unschlüssig, aber man muss es ja jetzt irgendwie machen. Wir haben uns jetzt diese Schutzschilde sozusagen bestellt, weil ich tatsächlich ja, so ein bisschen Atemnot auch unter dieser Maske bekomme, weil ich immer das Gefühl habe, ich kriege nicht genügend Luft. Und ich kenne es auch von Brillenträgern, wo dann eben alles anläuft. Das habe ich ja zum Glück nicht durch meine Kontaktlinsen. Deswegen haben wir uns jetzt einfach mal diese Visiere bestellt innerhalb der Familie. Einfach, ja, um zum einen bei den Brillenträgern dafür zu sorgen, dass nichts anläuft. Und ich hoffe auch einfach, dass es mir damit besser geht und ja, ich da einfach ein bisschen unbeschwerter ins Einkaufen gehen kann. Denn man muss ja einkaufen, zumindest Lebensmittel. Auf den Rest kann man irgendwie verzichten, aber Essen, Trinken muss man ja irgendwie was, oder meine Katzen wollen ja auch nicht hungern, von daher, ja, aber ich will gar nicht jammern, wir sind alle wohl auf, alles ist gut. Ich arbeite ja nach wie vor im Homeoffice und finde das auch sehr angenehm, sehr gut. Ich ziehe sehr viel Positives auch aus dem Homeoffice und ja, aber jetzt habe ich Urlaub und jetzt gibt es die Bücherwoche für euch. Ja, es wurden in der Bücherwoche drei Bücher gelesen, beziehungsweise an und für sich waren es nur zweieinhalb, denn das andere hatte ich ja schon zur Hälfte begonnen. Und ja, ich denke, wir starten einfach mal so ein bisschen mit den Büchern. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Licht, das muss man also ein bisschen ausprobieren, dass das ohne Softbox so ganz gut klappt. Das erste Buch, was ich beendet habe, war The Secret Book Club von Lissa K. Adams, der Auftakt einer Trilogie. Dann haben wir im Leseklub gehört, ich bin da mal weg von Harpe Kerkeling. Und beendet habe ich dann auch Das Bild von Stephen King. Das ist sozusagen das halbe Buch der Woche, was ich ja zusammen mit einer Freundin über zwei Wochen hinweg gelesen habe. Serientechnisch gibt es nichts Neues, auch filmtechnisch habe ich noch nichts geschaut, aber
Ja, ich denke, das kommt dann spätestens jetzt, wenn ich dann über die Urlaubswoche spreche. Wir starten mit The Secret Book Club von Lissa K. Adams. Das habe ich zusammen mit der lieben Becky gelesen. Einmal wieder. Wir lesen super gerne zusammen Bücher. Ich weiß auch den Austausch mit ihr sehr, sehr zu schätzen. Es hat mir wieder unglaublichen Spaß gemacht. Ich kann das jedem nur empfehlen, sich einfach ein Buch zu schnappen mit einer Freundin, einem guten Freund und einfach zu sagen, so, wir teilen uns das jetzt in 30, 40, 50 Seiten pro Tag ein und sprechen darüber. Das ist einfach nochmal ganz anderes Lesen, wie ich finde, und kann das wirklich nur empfehlen. Ja, das E-Book gibt's oder gab es zumindest aktuell irgendwie für 5 Euro. Das finde ich auch einen absoluten Preis, der wirklich in Ordnung ist. Ich habe es unter anderem gehört, was ich auch richtig cool fand von der Vertonung her. Und es klang einfach mal so von einer ganz anderen Idee. Denn es geht hier darum, dass Männer die Frauen verstehen wollen und einen Book Club, einen Buchclub gründen, indem sie romantische Liebesromane lesen und sich so das ein oder andere von der Geschichte, von den Protagonisten oder natürlich auch von den Frauen in Liebesromanen inspirieren lassen, beziehungsweise versuchen dadurch eben ihre eigenen Frauen, Freundinnen besser zu verstehen. Und wir lernen hier Gavin kennen, der gerade von seiner Frau Thea erfahren hat, dass sie sich von ihm trennt, denn sie hat ihm jahrelang etwas beim Liebesspiel vorgetäuscht. Und hat jetzt keine Lust mehr auf die Ehe, auf die Beziehung und ignoriert es auch, dass sie 2 Kinder zusammen haben, dass er ein sehr angesagter Football-Profispieler ist und er so ein bisschen verzweifelt ist. Und eines Tages kommt eben einer seiner Kumpels und sagt, hey, geh jetzt hier mal mit, ich stell dir unseren geheimen Buchclub vor. Und das erste Gesetz ist, spriche nie über den geheimen Buchclub. Und gemeinsam lesen sie ein Buch, das auch wir in Zügen mitlesen können. Und so versucht Gavin seine Ehe irgendwie zu retten. Ich fand diese Idee wirklich großartig. Dieser Buchclub, dass da Männer auf die Idee kommen, romantische Bücher zu lesen, um die Frauen zu verstehen, um sich was von den Protagonisten abzuschauen, von dem männlichen Part in den Geschichten, finde ich eigentlich ganz lustig. Ich weiß nicht, ob das immer so in Realität funktionieren würde, denn ich glaube, dass die wenigsten Frauen so sind, wie in den Liebesromanen beschrieben, beziehungsweise, dass man Frauen, glaube ich, nicht immer ganz so leicht rumbekommt, wie die Frauen dann auch im Liebesromanbereich. Wobei, ich überlege gerade, vielleicht zähle da auch nur ich nicht dazu. Aber bei mir würde vieles tatsächlich nicht so richtig klappen. Aber ich fand die Idee richtig großartig. Ich fand es richtig toll, wie Gavin sich dann ins Zeug legt, wie ja auch der Austausch in diesem Buchclub ist. Ich mochte ihn wirklich unfassbar gern. Ich habe ihn sofort in mein Herz geschlossen. Und ich mochte einfach, wie er die Dinge sieht, wie er die Ehe sieht, wie er seine Frau sieht, was er bei sich selbst erkennt, als er in Gedanken einfach auch in sein Verhalten und sowas durchgeht. Ich hatte da so richtig Empathie mit ihm, ich habe mitgefühlt, mir hat es unglaublich gut gefallen, so seine Sicht der Dinge zu erleben. Mein großes Aber sozusagen bei den Protagonisten ist definitiv Thea, die Frau von Gavin. Ich habe diese Frau nicht verstanden, ich habe den Trennungsgrund nicht verstanden, ich habe nicht verstanden, warum sie ihm jahrelang was vormacht, warum sie nicht mit ihrem Mann spricht, wo eigentlich das Problem war. Ich habe mich ständig gefragt, was ist denn eigentlich dein Problem? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es bis zu Ende nicht verstanden. Es kam gegen Ende so ein bisschen schon natürlich, dass es da was mit ihren Eltern gab und so. Das konnte ich schon irgendwie nachvollziehen, dass sie das geprägt hat. Aber ich verstehe einfach nicht, wenn Charaktere oder Menschen nicht miteinander sprechen. Also das, ich weiß nicht, ob das tatsächlich im wahren Leben so ist. Reden die Leute nicht miteinander, sprechen Paare nicht über ihre Probleme? Ich verstehe es nicht. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe ihr Verhalten nicht verstanden. Sie war mir zu zickig. Sie war mir zu launisch. Sie hat überhaupt kein wirkliches Argument gehabt, was irgendwie für diese Trennung sprach, was sie daran gehindert hat, einfach sich mal Gavin anzuhören. Für mich, ich weiß nicht, ob man einfach das absichtlich gemacht hat, wenn sie natürlich direkt nachgegeben hätte, wäre die Geschichte in 50 Seiten erzählt gewesen. Aber ich finde es nicht schön, wenn sowas künstlich groß gehalten wird, wenn künstlich irgendwie ein Konflikt
besteht, der eigentlich gar keiner ist. Das fand ich tatsächlich nicht ganz so schön. An und für sich fand ich aber die Geschichte, auch die Nebencharaktere sehr bildhaft, sehr lebendig. Ich mochte die flüssige Sprache, die moderne Sprache. Ich fand die Dialoge sehr, sehr gelungen. Ich mochte es so in dieses Leben hier so ein bisschen einzutauchen, von allem etwas mitzubekommen. Es war sehr bildhaft und es hat sich auch einfach so angefühlt, ja, wie wenn man irgendwie dabei wäre, wie wenn man ein Teil dieser Clique, dieser Freunde irgendwie wäre und sich die Geschichte eben so live, keine Ahnung, bei einem schönen Abendessen erzählen lässt. Was tatsächlich auch ein bisschen kurz kam, war der eigentliche Buchclub. Wenn ein Titel der geheime Buchclub heißt, dann erwarte ich irgendwie schon, dass der auch präsent ist. Es gab vielleicht in der ganzen Geschichte, keine Ahnung, 2, 3, 4 Treffen von denen und da wurde ein bisschen darüber gesprochen und mir war das viel zu wenig. Ich hätte mir ja viel mehr Treffen gewünscht, viel mehr, dass über das Buch gesprochen wird, dass vielleicht auch über verschiedenste Bücher gesprochen wird, dass so ein bisschen ja auch einfach mal ein Buch hergenommen wird, was man vielleicht kennt. Das fand ich unfassbar schade. Das hat mir sehr, sehr gefehlt und da dachte ich mir auch, na, wenn man es doch schon so benennt, wo ist denn dieser Buchclub? Also, das fand ich sehr schade. Sehr schön wiederum fand ich, dass wir das Buch, was Gavin liest, im Grunde mitgelesen haben, dass das ein Teil der Geschichte war, dass wir hier sozusagen die ja, Schlagseiten oder die wichtigen Passagen aus dem Buch, aus denen Gavin sich etwas zieht, dass wir da mit dabei sind. Das ist ein historischer Liebesroman, das fand ich tatsächlich eine sehr coole Mischung und hat mir tatsächlich gut gefallen. Also die Mischung der Geschichte war wirklich toll. Insgesamt eine schöne Geschichte, nicht das Highlight, das ich durch das Hypen erwartet habe, aber wirklich schön, fluffig, locker, leicht und ich freue mich auf den zweiten Teil, der ja im August erscheinen wird. Es geht hier ja mit der Geschichte dann nicht direkt weiter, sondern es ist auch eher wieder eine Serie, wo dann im Grunde zwei neue Protagonisten erscheinen werden, was man ja jetzt schon sehr häufig kennt, und aber in dem Universum sozusagen bleibt. Und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Es war für mich gut, es war schön, aber noch nicht das Highlight, das ich irgendwie erwartet habe. So ein bisschen schade, aber dennoch war es eine schöne Geschichte und ja, hat mich und uns richtig gut auch unterhalten. Dann ein Reread, zu dem ich gar nicht so viel sagen möchte. Und zwar, ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling, habe ich diesmal gehört. Ich habe das Buch schon 3, 4 Mal gelesen und wahrscheinlich in ähnlicher Anzahl auch schon gehört. Das Buch ist ja 2001 erschienen. Und ich ja, werde es wahrscheinlich im gleichen oder spätestens im darauffolgenden Jahr das erste Mal gelesen haben. Habe mir dann auch irgendwann die Hörbuch-CDs gekauft, weil ich es ja von ihm vertont hören wollte. Und wir haben es diesmal auch im Leseklub zusammen gelesen bzw. gehört. Je nachdem, den Leseklub findet ihr auch unten in der Infobox. Im Mai starten wir, ja, in der letzten Maiwoche und wir werden The Witchmark lesen. Wer da Lust hat, schaut da gerne mal vorbei. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit beim Lesen dabei seid. Ich bin dann mal weg. Ja, der große Roman von Harpe Kerkeling, der es auf einmal modern gemacht hat, zu pilgern, auf Pilgerreise zu gehen und der uns ja auf seinen Weg mitnimmt Richtung Santiago de Compostela und ja, den Jakobsweg geht. Und ich muss da gar nicht lange drum rumreden. Ich liebe dieses Buch. Es ist für mich definitiv ein Leselebens-Highlight. Immer wieder, wenn ich es lese, höre, bin ich total fasziniert, bin ich gefesselt. Ich liebe die Art, wie Harpe die Welt sieht, wie er Menschen beobachtet, wie er uns das erzählt, wie er Dinge in Worte fasst, wie er Gedanken ja, aufschreibt und dann im Grunde auch vorliest. Harpe macht das für mich großartig. Ich habe im Hörgenuss des Monats davon schon geschwärmt, deswegen möchte ich hier gar nicht so lange darüber sprechen. Ihr findet den Hörgenuss des Monats unten in der Infobox. Schaut da einfach mal vorbei. Es ist einfach ein großartiges Buch und ich finde gefühlt, jeder sollte es einmal in seinem Leben gelesen oder vielleicht sogar gehört haben, denn beim Hören ist natürlich so, dass Harpe einem das vorliest und mir hat das in der Woche unfassbar gut gefallen. Ich habe meine Morgens-Playlist so ein bisschen ja, vernachlässigt und habe morgens jetzt immer dieses Hörbuch gehört und ich fand das einfach toll mit den Gedanken und seinem Humor und seinem Witz, aber der gewissen Ernsthaftigkeit auch einfach in den Tag zu starten. Mir hat das unfassbar gut gefallen. Ich hatte super viel Spaß und ich habe gelacht. Ich war emotional. Ich bin mit ihm total mitgegangen, mitgefiebert. Ich ja, habe mich auch so abgeholt gefühlt von ihm und
Ich mag einfach, wie er die Dinge sieht, wie er die Welt sieht, wie er uns erzählt, was sich auch in seinem Inneren tut und was ihn beschäftigt, wie es ihn beschäftigt, wie es ihn verändert. Und ich fand es einfach großartig. Ja, wenn ihr ein bisschen mehr dazu hören wollt, dann ab in die Infobox, schaut euch das Hörgenuss des Videos, Video zum Hörgenuss des Monats an. Und ja, da erzähle ich ein bisschen mehr darüber. Aber es ist einfach immer wieder ein Highlight, es ist immer wieder ein Reread wert und ja, ich finde es einfach großartig. Das letzte Buch der Woche ist dann Das Bild von Stephen King. Das habe ich zusammen auch mit einer lieben Freundin gelesen. Ganz im Sinne des King im April war das im Grunde ja mein dritter King, an dem wir jetzt 2 Wochen gelesen haben. Aktuell in meiner Urlaubswoche rereade ich Friedhof der Kuscheltiere. Da dürft ihr euch dann in der nächsten Bücherwoche darüber freuen. Und ja, wir haben uns das Buch auf 2 Wochen aufgeteilt, meine Freundin und ich. Und es war ein richtiger, ja, Lesegenuss. Ich war manchmal tatsächlich sehr gemein in der Einteilung und habe uns selbst sozusagen die Cliffhanger bereitgestellt, was purer Zufall war. Es war keine Absicht, aber ja, ist toll. Es ist mal wieder ein ganz anderer King und Phil hat es im Kingsiana Hangout vom Sonntag auch schon so gesagt, es ist immer so ein bisschen eine Wundertüte. Man weiß nicht, wenn man einen King aufschlägt, was einem erwartet. Stephen King wird ja immer irgendwie so mit Horror und Grusel in Verbindung gebracht, aber es ist natürlich viel mehr, was King kann. Er kann Krimi, er kann Science Fiction, er kann Fantasy. Das ist auch immer, ja, manchmal sehr atmosphärisch, manchmal sehr düster, aber nicht alles ist Horror und Grusel. Wir treffen hier auf Rosie, die einen sehr brutalen Ehemann hat, Norman, und eines Tages schafft sie es, von ihm loszukommen. Sie flüchtet. Wir erleben zu Beginn ja die Grausamkeiten, die er an ihr ausübt. Unter anderem ist er dafür verantwortlich, dass sie eine Fehlgeburt ja erleidet. Und ja, dann blenden sich so ein paar Jahre aus und dann eines Tages geht sie aus der Tür heraus, schafft den Weg in eine andere Stadt, in ein anderes Leben und dahin begleiten wir sie. Aber es wäre natürlich eine ganz einfache Geschichte, wenn man jetzt schon sagen könnte, so, sie hat es geschafft, Happy End. Wäre natürlich kein Stephen King, wenn nicht doch ein bisschen lebensechter Horror hier sozusagen hereinkommt. Denn Norman lässt es sich natürlich nicht gefallen, dass seine Frau ihn einfach verlässt und geht auf der Suche nach ihr. Und während wir ja ihr neues Leben so ein bisschen begleiten, so, sind wir auch bei seiner Suche dabei. Und gerade auch in ihrem neuen Leben spielen natürlich neue Menschen eine große Rolle, auch ein neuer Mann und eben auch das besagte Bild von Rosie Madder, was uns in eine sehr fantastische Welt bringt. Wollen wir es mal so bezeichnen. So viel mehr möchte ich zum Inhalt des Buches gar nicht verraten, denn ich finde, Stephen King funktioniert am besten, umso weniger man eigentlich über ein Buch weiß. Bin zumindest ich immer der Meinung. Es erwartet hier einem kein Horror, kein Grusel in der klassischen Stephen King-Art, sondern eben ein alltäglicher Horror in Form eines Mannes, der ja, den Horror eigentlich in seinem Kopf hat, der diesen auch an seiner Frau auslässt. Und ich persönlich habe selten einen Bösewicht in Stephen Kings Büchern erlebt, den ich so schlimm fand wie Norman. Und das mag total merkwürdig klingen, denn wir kennen natürlich alle die schlimmen Bösewichte aus Stephen Kings Büchern, unter anderem, wenn man an Annie Wilkes denkt oder natürlich an Pennywise oder an was auch immer. Hier steckt der Horror eigentlich darin, dass es jeden treffen kann. Es gibt so viele Menschen da draußen, die brutal gegenüber ihrem Ehepartner sind, ganz egal ob Mann oder Frau. Brutalität ist ja nicht immer nur was Körperliches, sondern ist ja durchaus auch einfach was, was im Kopf passieren kann. Aber gerade die körperliche Gewalt, sowas gibt es jeden Tag. Und das ist etwas, was ich unfassbar schlimm fand. Das zu lesen, die sehr detaillierten Erzählungen davon zu erfahren, mit dabei zu sein, was alles, ja, Rosie passiert, das hat Stephen King fast zu gut gemacht. Also er hat eine Beobachtungsgabe, die er immer hat, die es immer in seinen Büchern gibt, wie er Menschen wahrnimmt, Gefühle dadurch in sich wahrscheinlich auch spürt, diese auch übertragen kann, diese in Worte fassen kann. Und er macht das für mich einfach grandios. Und das hat er hier drin definitiv gemacht. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, die eigentlich sehr banal ist, die jedem von uns passieren könnte, bis auf wenn es dann natürlich um das Bild geht.
Aber der Rest ist natürlich etwas, was man auch einfach in der Zeitung lesen könnte und wo man sich gar keine Gedanken darüber macht. Aber wir sind hier in den Situationen dabei, wir sind in den Gedanken von Norman und auch von Rosie. Und ja, gerade bei Norman, seine Schrift ist kursiv geschrieben. Boah, das, wenn ich schon gesehen habe, habe ich direkt schnelle Atmung bekommen und Herzrasen und der Puls ging hoch. Und ich fand das tatsächlich immer schlimm, wenn unsere Leseabschnitte mit einem Kapitel von ihm geendet haben. Und meiner Freundin ging es im Grunde auch so. Liebe Grüße an dich, Anita. Das war wirklich schrecklich. Und dieser Alltagshorror, das hat er perfekt gemacht. Also eine Geschichte, die sehr spannend ist, sehr packend ist, die sehr brutal ist, die sehr draufhält, wie ich finde. Auch wenn die Geschichte schon 25 Jahre alt ist, hat sie nichts an Wirkung für mich zumindest verloren. Und es ist einfach, ja, es ist einfach so diese Menschenstudie, wie funktioniert Psyche, wie funktioniert Gewalt, wie kann man daraus ausbrechen, was sind Gründe dabei zu bleiben, wie geht es dann mit einem weiter, wenn man eben einen Weg irgendwie daraus findet und dann eben aus beiden Sichten, wie funktioniert es mit neuen Freundschaften, welche Menschen gibt es da draußen, wie sind Menschen, wie reagieren die, wenn die von einem erfahren, von der Geschichte erfahren, das sind alles Fragen, Themen, die sich im Grunde in dieser Geschichte gestellt wird und eben durch dieser Spannungsfaktor mit dieser Suche von Norman nach seiner Frau und dann eben dieser etwas fantastischere Einfluss, der aus das Bild im Grunde irgendwie damit einspielt, was ich unglaublich gut fand. Es ist jetzt nicht per se, sag ich mal, der beste King, aber es ist ein großartiger King und ich finde, das ist schon immer, ja, eigentlich an sich, also es ist eigentlich schon ein großes Lob. Also, na, es ist jetzt nicht ein Highlight-King wie Friedhof der Kuscheltiere, wie der Anschlag, aber er ist einfach gut. Also ein guter King ist ja per se schon im Grunde ein sehr, sehr gutes Buch, wenn man das im Grunde so sagen kann. Mir hat es sehr gut gefallen, mir hat es Spaß gemacht, das zu lesen, auch wenn ich gerade denke, wie gruselig sich das eigentlich anhört. Ich kann es absolut empfehlen und wer sowas einfach mal lesen möchte und auch abseits eben von Horror und Grusel und Gespenstern und toten Katzen, die irgendwie wiederkommen, das ist tatsächlich ein bisschen realitätsnah, wenn man den Aspekt des fantastischen Bildes sozusagen einfach irgendwie, also, na, wenn man einfach sagt, das ist einfach so, irgendwas Spezielles muss dieser King ja haben. Für mich ein richtig guter King. Mir hat Spaß gemacht, das zu lesen. Auch der Austausch hier richtig, richtig gut. Und mir fällt gerade auf, es waren ja tatsächlich 3 Geschichten in dieser Woche, die ich immer zum Austausch mit jemandem genutzt habe. Faszinierend, huch. Da kommt Frau Katze, die jetzt hier so auf mir rumsteigt. Richtig gut, hat mir sehr gut gefallen und habe ich mich jetzt gefreut, auch mal das Bild, huch Maus, wo gehst du denn hin? Auch das Bild von King gelesen zu haben und dass ich ein Buch sozusagen vom King Sub jetzt weggelesen habe. So viele Sub-Bücher von King habe ich dann gar nicht mehr, beziehungsweise sind auch gar nicht mehr so viele ungelesen, weswegen ich jetzt wahrscheinlich schon anfange zu rereaden, aber ja, das muss eben auch manchmal ein bisschen sein. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wir hatten am Sonntag auch ein King's Hangout beim lieben Phil. Leider anfangs so mit ein bisschen technischen Problemen, deswegen gibt es den Kingsiana Hangout in 2 Teilen. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. Ich packe euch beide Links unten einfach mal in die Infobox, wenn ihr es verpasst habt. Wir werden auch immer wieder gefragt, wann der nächste Stream denn sein wird. Wir versuchen es so ein bisschen regelmäßiger zu machen. Vielleicht kriegen wir es tatsächlich hin, dass wir uns einmal im Quartal zusammentun. Ist natürlich immer schwierig, 4 Leute irgendwie unter einen Hut zu bekommen, aber ich liebe unsere Hangouts, ich liebe das Aufeinandertreffen von uns vielen immer sehr. Ich mag es, die anderen 3 zu sehen und auch mit euch dann einfach im Chat dann zu kommunizieren und da kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin, dass wir uns regelmäßig treffen. Und mehr gibt es tatsächlich auch gar nicht zu der Woche zu erzählen. Nein, tatsächlich nicht, außer dass ihr in der nächsten Woche euch auf jeden Fall auf die erste Regaltour freuen könnt und ich mich da auch freue, das dann zu drehen. Werde ich, denke ich, machen, wenn das Licht vielleicht nochmal einen Hauch heller ist. Heute ist es sehr bewölkt und ein bisschen regnerischer, aber eine Softbox auf die
auf das ganze Regal zu legen, ist ein bisschen schwierig, aber das bekomme ich auf jeden Fall irgendwie hin und ich freue mich auch schon, das abzudrehen. Und ja, das ist ja dann auch eher ein bisschen was locker, flockeres. Und ja, alle Bücher findet ihr unten in der Infobox. Das Video zum Hörgenuss, unseren Kingsiana Hangout und auch den Leseklub packe ich alles unten rein. Schaut da gerne mal vorbei und ja, ich bin natürlich neugierig, was ihr so ein bisschen gerade lest oder auch schaut. Serientipps sind immer willkommen. Vielleicht habt ihr ja auch beim King im April mitgemacht, da wäre ich auch sehr neugierig. Jetzt ist ja der April im Grunde vorbei. Ja, ob ihr aber doch auch irgendwas mitgelesen habt oder gehört habt oder Filme geschaut habt, lasst es mich gerne mal wissen. Würde ich auf jeden Fall sehr gerne von euch lesen. Lasst uns da in den Austausch kommen und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.